Und damit ein herzliches Willkommen, meine Freunde, bei einer weiteren Episode angezockt. Heute ist es Fable Anniversary. Wir haben einen angefangenen Spielstand genommen und haben die Quest Händler-Massaker angenommen. Und diese wollen wir jetzt erstmal vollenden. Das ist eine Quest, die den bösen Weg voranstreitet. Fable ist ein Spiel, wo du gut und zwischen gut und böse wählen kannst. Was auch schon einen Tacken älter ist, das Game. Aber es macht immer noch Riesenspaß. Ist mit eins meiner allergrößten Lieblingsspiele. So, also jetzt zu der Händler-Quest, zu der Händler-Massaker-Quest. Ja, wie gesagt, wir spielen den Weg des Bösen jetzt hier in diesem angezockt. Ich würde sagen, legen wir mal direkt los, ohne lang zu schnacken, Leute. Da seid ihr ja. Wurde auch Zeit. Ja, Kollege, ich bin's. Einige der Jungs konnten wohl nicht warten und haben schon angefangen. Wie angefangen, ein paar Leute zu töten? Solange noch ein paar Händler übrig sind. Und macht keine Gefangenen. Wir haben bereits genug davon. Okay, keinen am Leben lassen, heißt das also. Okay, Leute, ihr habt ihn gehört. Wir dürfen keinen von den unschuldigen Händlern am Leben lassen. Wir machen jetzt ein großes Massaker hier in der Welt von Fable bei den Grabhügelfeldern. Oh, da ist er ausgewichen. Wie frech der einfach ausweichen ist, ey. Mal gucken, ob er mich trifft. Da bin ich mal gespannt hier. So, einer ist schon down von den Wächtern. Wollen natürlich keinen am Leben lassen. So ist es doch löblich, hier dieses Blutbad anzurichten. Einfach mal der Böse zu sein. Und das finde ich auch geil an Fable, dass dann auch die Entscheidungsgewalt gelassen wird, ob du gut oder böse spielen willst. Das gab es zwar schon in mehreren und früheren Rollenspielen, aber Fable hat das für mich aus meiner Erfahrung mit am besten gemacht. Jedenfalls zur damaligen Zeit, als das Game noch aktuell war für die erste OG Xbox. Das waren noch Zeiten, Leute. Das waren noch richtig glorreiche Zeiten und das Game ist einfach, keine Ahnung, grandios und ich finde das auch gut gealtert. Das ist jetzt die Anniversary Edition. Das Spiel wurde nochmal neu aufgelegt für die Xbox 360. Also aus der Generation. Nicht so. Okay, er ist down. Und jetzt, oh, eine Vogelscheuche. Guckt euch mal, wie die aussieht. Mit so einer Karotte in der Nase. Unheimlich. Egal. Wollt ihr keinen am Leben lassen? So. Flieht um euer Leben. Noch was zu sagen? Letzte Worte? Nein? Okay. Wir wollen natürlich alle hinrichten und alle niedermetzeln. Bis wir die Quest bestanden haben. Nicht so, Kollegen. Ich klopp mich hier gegen drei Leute auf einmal mit meinem Schwert. Okay, jetzt kommen immer mehr Wachen. Und immer stärkere Wachen. Nein. Okay, ist vielleicht doch nicht so easy, die Quest. Aber ich versuche mein Bestes, um hier zu bestehen, Leute. Ach, 25 Wachen sind das, die ich erledigen muss. Okay. Ach so, noch 9. Ach so, okay, okay. Jetzt habe ich gecheckt. Ich dachte, es kommen noch bis zu 25 Wachen. Ihr räudigen Wachen! Weg mit euch! Ja, aber das Game macht echt Bock, muss ich sagen, Leute. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nicht sterbe bei der Quest. Dann schieß ich mal mit Pfeil und Bogen auf diese Lümmel, die gar nicht mal so schwach sind. Und mein Begleiter von den Banditen, der ist auch nicht schwach. Der hat einen guten Schlag am Start. Hallo? Ey, lass mir doch was übrig! Ich möchte auch bei Händler töten. Willst du am Leben bleiben? Hm? Renn! Renn! Ich lasse dich doch am Leben! Renn, wenn du kannst! Los! Oh. Einer ist am Leben. Bei wem wir hier haben, Jungs. Er wollte sich nach Oakvale schleichen. Warum übernehmt ihr das nicht, oh Held? Liebend gerne. Nicht umbringen. Ich hab nichts getan. Ich hab Familie. Ich hab einen Laden. Zeig es ihm, oh Held. Och nee, er bettelt jetzt um sein Leben. Okay, Kollege. Ja. Wenn, dann auch richtig, Leute, ne? Also, wir machen noch keine halben Sachen. Und der Händler, der ist jetzt auch, ja, Geschichte, würde ich sagen, ne? Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ich bin zu euer Spielegeschmack und sage tschö mit Ö. Bis zum nächsten Mal.